Grüß Gott! Wo ist die Erinnerung abgespeichert? Für meine Geschichte. Irgendwo, wahrscheinlich. Irgendwo. Sie ist so komplex und doch auch so einfach. Doch ich kann sie bis jetzt nie in ihrem ganzen Umfang sehen, erfahren oder wahrnehmen. Da ich ja vielleicht sage, ich bin mitten in meiner Geschichte drin, obwohl ich es nicht weiß, weil ich könnte ja auch aufstehen und tot umfallen, weil irgendeine Funktion im Körper nicht mehr funktioniert. Ich kann mich durch meine Geschichte manipuliert fühlen, da ich vielleicht das Trauma, mich mit den Traumen beschäftige, die durch irgendwelche Umstände in der Kindheit oder durch dramatische Situationen entstanden sind, die noch im System sind, mit denen ich nicht im Frieden bin, die mich gefangen und irgendwie als was auch immer erleben lassen. Wer bin ich mit Geschichte? Und wer bin ich ohne Geschichte? Kann ich wahrnehmen, wann ich in der Geschichte bin, wann ich mir eine Geschichte erzähle? Gibt es mich dann als jemanden in der Geschichte, der sich die Geschichte erzählt und sie wahrnimmt? Und kann ich wahrnehmen, wann da keine Geschichte ist, ich mir keine Geschichte erzähle? Und ich vielleicht nur spüre und die Gedanken, die die Geschichte über mich erzählen, keine Rolle mehr spielen. Und wann kann ich den Gedanken Aufmerksamkeit schenken und sie wahrnehmen, dass sie mir eine Geschichte erzählen? Und wie oft glaube ich, ich könnte das bewusst machen? Und wie oft erlebe ich mich als total ignorant und unbewusst und habe das Gefühl, ich werde einfach gelebt. Und wie oft will ich, dass ich selber lebe, ich alles entscheiden kann und dann doch wieder drauf reinfalle, dass ich gar nicht alles überblicke. Und ich erinnere mich daran, dass da was ist, was nichts entscheiden muss, was nirgendwo hinkommen muss, was nichts verstehen muss und was aber diesen hier, der nicht verschwinden muss, bevor er verschwindet, da sein lässt. Er hält ihn, will ihn nicht verändern, hat einen keinen Anspruch an ihn und lässt ihn so leben, wie er lebt, mit seinen Konflikten, Sehnsüchten und Wünschen. Ist das schon wieder eine Geschichte? Die unendliche Geschichte. Tralala. Wo beginnt die Freiheit, wenn ich nicht mehr der Geschichte entkommen will? Wenn ich keinen Ausweg mehr suche in irgendwelche Freiheiten, die ich mir vorstelle? Das sind schon schöne Fragen. Bin ich Geschichte? Habe ich eine Geschichte? Bin ich ohne Geschichte? Kann ich die Geschichte wahrnehmen? Kann ich wahrnehmen, wenn ich ohne Geschichte bin? Und will ich wissen, wer das ist, der die Geschichte hat, der von der Geschichte belastet ist, der der Geschichte entfleuchen will? Habe ich schon jemanden gefunden, der unter der Geschichte leidet? Will ich Leiden vermeiden? Erschaffe ich Leiden, indem ich Glück will? Indem ich nicht das Unangenehme spüren kann, weil ich es ablehne? Dadurch wird das Leiden, kann das Leiden erscheinen? Ist die Geschichte schon längst geschrieben?
alle Geschichten? Gibt es gar kein Entkommen und trotzdem ist es in der Geschichte eingebaut, dass da diese Empfindung ist, ich will nicht leiden, also will ich entkommen. Also kann ich mich auch nicht davon aufhalten, entkommen zu wollen und das alles loszuwerden und nur noch frei zu sein, ohne eine Einengung von einer Geschichte in mir selbst zu erfahren. Erinnere dich an deine Geschichte. Erinnere dich daran, kannst du dich daran erinnern, was du warst, bevor du diese Geschichte in dir aufgetaucht ist,